Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Hier geht es jetzt nahtlos weiter mit dem Verladen vom Arm vom KMC und dem Bagger selbst natürlich. Genau hier hatte ja die letzte Folge geendet. Diesen Bagger fahren wir dann später rüber nach Freimersheim bei Landau in der Pfalz. Ich habe wieder einige technische Probleme. Es will zur Zeit will es einfach nicht abreisen. Es ist zu Mäusemelken. Thank you.
Hintergrund kann man sehen, der KMC, der schiebt gerade sein Fahrwerk zusammen. Der Fahrer ist jetzt gerade draußen und öffnet die Ventile. Dauert jetzt noch einen kurzen Moment und dann setzt er sich rein und macht das Fahrwerk auf 3 Meter Breite.
War mal ein bisschen. Mal wieder ein bisschen Keim-Zähstoff. Ne? Super. Hängen jetzt noch zusammen. Es ist. Thermometer zeigt 2 Grad an. Ne? Es ist brutal kalt da draußen. Es ist brutal kalt da draußen. Gibt es gar nicht. Kann ich gar nicht vorstellen. So. Es wird auch neblig langsam. Ich sehe in meinem Spiegel. In meiner Cam. Kaum was. Weil es halt einfach zugeht. Neblig wird hier oben. Der Oberwagen steht noch ein bisschen schief. Mal gucken, dass wir den vielleicht noch ein bisschen gerade gedreht kriegen. So. Klung. Regelung. Maschine, das Hinterteil runterlassen. Und dann rutscht er rein. Klug. Wieder hochheben und der Bremse gehen dabei. Der rutscht dann Gang raus machen, zack, drin. Stopp. Hydraulikpumpe an. Bremse auf. So, jetzt hänge ich schnell zusammen. So, Bagger beladen. Jetzt laden wir noch hier vorne auf die Zugmaschine. Laden wir noch das ganze Werkzeug, was hier näher besteht. Rollen wir los. So, was? Geht der Ball die Fies ab. Du, das nächste Problem hat gerade begonnen. Ich habe gerade eben kurz vorm Naseputzen im Display unten links war ein graues Zeichen. Und das ist öfters da. Nur mir ist in dem Moment nicht aufgefallen, bei dem Zeichen, was normalerweise da ist. Ist ein auf dem Kopf stehendes Dreieck drauf. Genauso einen Schalter habe ich im Fahrzeug. Damit kann ich dann die zweite Achse, könnte ich damit dann sperren. Ja, mir ist das halt hier nicht aufgefallen, dass das Zeichen nicht drauf ist. Ich habe zwar auf diesen Knopf gedrückt gleich oder mache ich gleich. Auf jeden Fall hat ab diesem Moment hier, als ich das Fahrzeug wieder gestartet habe, meine zweite Lenkachse nicht mitgelenkt. Und wenn drei Achsen geradeaus schieben, richtig aufgefallen ist mir dann das erst hier gleich, wenn ich das Tor rausfahren möchte. Und muss dann rückwärts raus wahrscheinlich. Wie gesagt, das reißt einfach nicht ab momentan. Ich glaube, das reicht nicht. Ja. Ah, der schiebt schon einfach nur geradeaus, ey. Ist ja Wahnsinn. Der schiebt einfach nur geradeaus, ey. Ist ja Wahnsinn. Hoffentlich kriege ich doch nochmal losgefahren. Thank you.
einfach nur geradeaus hier. Ja, noch auf hier oder was? So, dieses graue Symbol hier, links das. Es wird angezeigt, wenn, sorry, ein Trick auf der Linse, wird normal angezeigt, wenn die Achse, die erste Achse und die zweite Lenkachse nicht zentriert sind. Ja, also wenn die Lenkeinschläge verschieden sind. Normal lenkst du dann einmal nach links und einmal nach rechts. Einmal voll durch. Sorry, ich war gerade aus dem Bild. Einmal voll, also Lenkeinschlag nach links, voll durchlenken und nach rechts. Moment, ich stelle die Kamera auf. Ist einfacher für mich. Und so. Und dann sollte das gehen. Zigmal gemacht. Abgesattelt habe ich auch schon. Habe jetzt die zweite Achse angehoben bzw. entlastet. Anheben kann ich ja nicht. Ich hoffe nur, dass ich so jetzt entfahren kann hier. Immer noch beschissen. Egal. Auf jeden Fall fahre ich jetzt rüber nach Ida Oberstein in die Werkstatt. Vorne steht der Bagger und der Tieflader. Was kann man da sehen? Ich habe jetzt hier vorne die erste Achse, ist jetzt voll eingeschlagen. Und die zweite Achse, gar nichts. Und die lenkt ja normalerweise mit. Also das Fahrzeug wird im März 3. Die Wehwehchen fangen an. Gucken, dass von oben keiner kommt. Ich sehe gerade nichts. Einfach gerade, ich kann auch nichts machen. Ich versuche das nochmal. Ich habe auch hier diese Schalter hier. Das ist auch, damit kann ich die zweite Achsen quasi zentrieren. Kann die da auch sperren, dass die nicht mehr mitlenkt. Aber wenn ich da drücke. Genauso wenig. Halt, Achszahl 4. Okay. Ja, jetzt wollen wir mal nach Ida Oberstein. Hoffe nur, ich kann da wirklich halbwegs fahren. Also ganz ehrlich, gut anfühlen tut sich's nicht. Kriegen wir hin. Ich hoffe, dass das passt. Ich melde mich. Brauchst mich gar nicht zu sagen. So, der Akku getauscht. Brauchst mich gar nicht zu sagen. Ich bin schon wieder an meinem Fahrzeug. Achszahl 8.
Also ich bin noch keinen Kilometer gerollt und dann kam dieses Zeichen plötzlich für das Zentrieren der Achse. War dann nicht mehr nur dieses Zeichen ohne Pfeil, sondern war dann mit Pfeil. Habe ich irgendwas vergessen? Und kam dann habe ich auf diesen Schalter gedrückt. Die Karre läuft. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, warum das so war. Ja, bin dann noch ein paar Meter weiter gefahren, um zu gucken, ob es auch wirklich geht. Alles gut. Ja, stehe jetzt wieder wie lang. Und warten, bis irgendjemand kommt. Das machen wir jetzt halt auch anders da. Weil ist jetzt schon 3 Uhr. Ich fahre jetzt rein und dann lade mir den Bagger ab, einfach ob das dann klappt oder nicht. Ganz ehrlich, ist mir relativ egal. Sollen die den Müll hier planen, sollen sich dann damit rumreißen. So, das hier, das kommt weg. Irgendwie gucken, dass ich hier schräg auf den Beton komme. Vorne dran ist auch noch Beton, dann könnte der Bagger also auch noch fahren. Ich den Abhänger. Sorry, aber ich lasse die Kamera hier drin. Ich fahre gerade in meine Halle. 17.30 Uhr. Und dann. Ja, wo fahre ich rum? Knet. Was ist das für heute? Morgen Abend, wie gesagt, wird mein LKW geholt. Ich weiß nicht, was es gibt. Mach hier mal Schluss. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, hatte wieder etwas Spaß. Nächste Folge. Bleibt gesund, habt Spaß und haut rein. Und macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Bis denn. Ciao.